Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin und freue mich natürlich ganz besonders. Ja, eigentlich möchte ich gleich mal von Anfang an Danke sagen. Danke, danke, danke für die vielen Zuschriften und die Daumen-Ups, was ja bei unserem Video letzte Woche nicht ganz selbstverständlich war, möchte ich in dieser Hinsicht doch mal ganz liebe und herzliche Grüße und Dankeschön nochmal sagen, dass es hier wirklich funktioniert hat, nach langer Zeit wieder zurückgekommen. Und der eine oder andere sagt natürlich, Vertrauen und Freiheit sind zwei wichtige Punkte und die wurden in der letzten Woche wirklich in Frage gestellt. Gerade die, die schon lange hier im Blockchain, Digitalisierung und Kryptomarkt tätig sind, haben hier natürlich auch mit Gegenwind gerechnet, wenn die Kurse fallen. Und wir wissen ja, dass wenn ein Bärenmarkt kommt, und den Bärenmarkt sind wir ja definitiv, dann ist es natürlich auch ganz normal, dass schlechte Nachrichten kommen. Nur eine große Börse hier bankrott zu gehen und vielleicht durch Betrugsunterstellungen in den Raum stellen, das ist natürlich nicht mehr normal. Und dazu muss es natürlich schon eigentlich einen Bericht wert, dass man hier über Freiheit und Vertrauen spricht. Einerseits wurde ja der Bitcoin 2008, also vor 14 Jahren, geboren, um die Freiheit zu erlangen, um seinen eigenen Coin oder seinen eigenen Token verwalten zu können. Natürlich braucht man auch eine Börse dazu, um zu handeln. Und natürlich ist es auch wichtig, wenn man mit Coins handelt, dass man die auf die Börse stellt. Natürlich ist auch eine Verifizierung mittlerweile notwendig, aber man kann nie in den Hintergrund der Börsen sehen, was machen die mit den Coins? Biegen die vielleicht ab? Sagt der andere, ich möchte mir ein Haus auf den Bahamas kaufen und. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Das Vertrauen an eine Börse zu gewinnen, muss jeder selbst einschätzen. Ich persönlich habe halt ganz gute Erfahrungen mit Binance gemacht und mit Bibanda. Bibanda ist ja auch eine große Börse in Österreich, die natürlich auch FMA geprüft ist. Und ich glaube, die großen Börsen können sich das hier nicht leisten. Es gab auch hier eine Pressemeldung von Bibanda, dass tatsächlich alle Coins, die auf der Börse gelagert sind, auch gesichert sind. Und ich glaube, da gibt es auch einen eigenen Beitrag dazu. Und Freiheit und Vertrauen ist natürlich in Einschränkung auch in verschiedenen Lebensphasen möglich. Der eine sagt natürlich, ich brauche mein Auto, um eine Freiheit zu genießen. Was ist aber, wenn sie mir den Führerschein nehmen, habe ich dann meine Freiheit nicht mehr zurück, bin ich eingeschränkt. Der andere sagt, ich bin froh, dass ich Frau und Kinder zu Hause habe, denn dadurch habe ich Vertrauen und meine Freiheit. Und genauso sollte es auch natürlich auch bei den Exchanges sein. Natürlich, wenn ich heute Bitcoin verkaufen möchte, dann stelle ich ihn auf eine Exchange und dann sollte die auch funktionieren. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du hier jede Möglichkeit ausberäumst. Der Satz, den ja viele Kryptonauten immer verwendet haben, war natürlich auch not your keys, not your coins. Tatsächlich ist es so. Viele Leute ziehen natürlich ihre Coins von Börsen ab aufgrund der jüngsten Ereignisse. Ich persönlich bin hier kein großer Fan davon, wenn es nur kleine Mengen sind. Natürlich große Mengen sollte man schon den Börsen vertrauen oder Vertrauen schenken. XY-Börsen in irgendwelchen Ländern, wo ich die Sprache nicht kenne, habe ich nie ein Vertrauen geschenkt. Aber ich glaube, unter Anführungszeichen, ich kenne natürlich die CEOs nicht oder auch Gegebenheiten nicht, aber Bibanda und Binance, denen kann man schon ein bisschen vertrauen. Und wenn man hier ein paar Coins liegen lässt, ist es natürlich auch gut. Freiheit einzuschränken, Vertrauen zu gewinnen, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Einem Menschen, den du noch nie angelogen hast, den solltest du auch vertrauen oder auch umgekehrt. Oder wenn du heute in deiner Bewegung freiheitseingeschränkt bist, und es ist natürlich auch, wenn eine Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel zentralisierte Sachen gesperrt werden. Du hast zum Beispiel eine Überprüfung und plötzlich sperren sie dein Bankkonto. Kann das natürlich hier bei dezentral passieren? Nein, kann es nicht. Und das ist auch die Idee von Bitcoin, dezentrales Finanzsystem. Und wenn irgendwelche Freiheiten gegeben sind, kann das natürlich auch eingeschränkt sein, wenn du keinen Zugriff auf dein Geld hast oder vielleicht schlechte Erfahrungen mit Börsen oder mit Institute gemacht haben, die dein Geld verwalten, dann kann ganz schnell das Vertrauen flöten gehen. Ich würde aber trotzdem nicht die ganze Kryptobranche unter vertrauensvoll oder nicht vertrauensvoll einstufen, sondern man sollte schon grundsätzlich davon ausgehen, dass die ihre Sachen alle komplett machen und auch alle richtig machen und keine Gaunereien unterstellen. Denn sonst könnten wir in der Früh gar nicht mehr aufstehen, weil wir vielleicht uns gar nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen oder vielleicht kein Vertrauen mehr haben, dass am nächsten Tag unser Auto steht oder anspringt. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, man sollte schon positiv durchs Leben gehen und auch auf Mitmenschen vertrauen.
Vertrauen und natürlich auch sein Geld richtig verwalten. Und das ist auch die Idee dahinter. Vertrauenfreiheit ist vielleicht ein Punkt, den man sich in Zukunft etwas mehr unter die Ohren schreibt oder auf die Schulter heftet. Natürlich, wenn man schlechte Erfahrungen in verschiedenen Bereichen gemacht hat, ist man zumindest vorsichtiger, aber man sollte nicht generell das Vertrauen verlieren. Ich hoffe, es hat dir halbwegs gefallen und wenn es eigentlich ein bisschen aufgehangen war, ich weiß, von der Technik her sind wir noch nicht ganz so weit, aber wir versuchen natürlich hier tagtäglich damit zu arbeiten. Blockchainbrothers.at, auch diese Seite ist wieder ganz groß und stark im Kommen. Letztes Wochenende waren wir sogar in der Tabakfabrik auf der Startrampe, da gab es ein Pitch Clash, das war ganz interessant zu ansehen. Zwei große Startups haben gegeneinander gematcht und das war wirklich ein interessantes Ambiente und es kommen natürlich jetzt auch viele, viele Offline-Veranstaltungen, denn online ist natürlich auch noch gegeben, aber offline macht es natürlich Spaß, auch die soziale Bindung der Menschen wieder kennenzulernen. Das ist einfach ganz anders, wenn man hier, sagen wir mal, offline sich wieder trifft, denn das Gegenüber reagiert oft anders, als man sich vorstellt über online und die sogenannten Tastaturhelden, die oft stark in Kommentaren sind, sind dann oft ganz leise, wenn sie vor einem stehen und deswegen Offline-Veranstaltung, soziale Bindung, ganz, ganz wichtig und dazu wird es in nächster Zeit sicher einiges zu sehen geben. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zusehen, ich hoffe, das informative Video konnte dich etwas weiterbringen, also nicht immer gleich alles in die Tonne kippen, sondern etwas Vertrauen schenken und würde mich freuen, wenn du das auch machst. Einmal gefällt mir und sag mir, was hast denn du zu diesem Thema zu sagen? Lass es mir in den Kommentaren da. Auf Wiedersehen und bis bald.